Findest du? Also ich finde, es spielen schon viele so. Ja. Es spielen schon noch viele, aber das verteilt sich. Aber Dinge spielt ihr beide nicht. Das da, wie heißt es, wo ich das spiele? Blood Harvest. Death Garden. Ja. Ich spiele es seit der Beta. Ich war Beta-Tester. Wir spielen gegen das Gespenst. Ich finde das gut. Deswegen habe ich auch die Maske. Also die Maske konnte man damals in der Beta ja kaufen. Ach so. Nee, die kriegt man jetzt ja auch, wenn man das Spiel so hat, aber ich habe in-game dann noch die Beta-Sachen bekommen. Der Witz war, als die Beta dann so gegen Ende kam, die letzten 3 Monate, hat keiner mehr das Spiel gespielt. Da hat man circa 1 Stunde im Server rumgegangen, bis man endlich in Runde kam. Deswegen habe ich Angst bei Blood Harvest. Das ist das gemein. Ach, die kommt direkt wieder? Na, freilich kommt die direkt wieder! Oh, mein Team jetzt direkt wieder runter. Ich stehe schon daneben, ich mache gleich richtig Action. Die kommt auch direkt wieder. Oh, jetzt hat sie mich gesehen. Aber erst einmal mir vorbeigelaufen. Run! Der Teammate geht direkt wieder ins Spind morgen. Da wurde nicht ganz schön rausgezerrt oder so. Ne, Death Garden finde ich ein mega geiles Spiel, aber ich habe richtig Angst, dass so passiert wie in der Beta. Also, ich besitze ja aber trotzdem. Weil, wie gesagt, der Beta, da saß man 1 Stunde allein in der Lobby und hat gewartet. Hm. Und die Sorge habe ich halt jetzt wieder. Also, ja, also ist heute habe ich für 1/2 Minute mal gewartet, einmal etwas über 1 Minute. Ja, das Geile ist, es kommt derzeit ein bisschen in Hype. Es hat schon sehr viele Spieler jetzt bekommen, aber... Ja, durch das Gratis-Wochenende auch. Ich habe auch gestaunt das Video. Ich habe noch ein Video... Ja, gemacht. Ist klar, das Alter! Wurde auch gut geschaut. Nee, deswegen, das kommt... Also, ich kann nur sagen, wenn die so weitermachen, es kann noch ein Hype kommen, ich wenn es so weitergeht. Weil ich finde es auch, ich finde es mega viel herausfordernder irgendwie. Die Runden sind auch schön schnell. Das spielt man nicht immer so lange. Ist weggeportet. Jo. Ja, zu hab mir. Wieso denn zu mir? Ich mag dich nicht direkt. Nebenbei bei verfluchten Totems aufpassen. Die kann ein Totem haben, wo die jeden direkt One-Hit nehmen darf für 1 Minute. Wissen wir. Ich wollte es nur erwähnen. Ist mir vor ein paar Tagen ein paar Mal passiert. Verfluchter Boden oder sowas. Das sind 2 Totems, ehrlich gesagt sogar. Boah, du das Blöde. Kann sein. Nee, das hat sich nämlich immer die Totems kaputt gemacht. Und direkt, da ging's los. Bevor das. Also, es sind 2 Totems auf der Map und wenn du 1 kaputt machst, verschwindet das andere auch. Er wusste direkt, dass ich komme. Das dachte ich erst. Ich hab nur so halb zugesehen. Was ist denn das für ein Teppich? Ach, Ruin. Ja, wir könnten aber Dings, könnten echt nachher mal spielen. Hat die mich auseinandergenommen? Komm schon, Skull, hol dir die Punkte. Ich? Nee, ich bin bei dem anderen. Oh, da trügst mich schon wieder. Schlimm. Die Pro hat einfach hingelassen. Ja, die kann da jetzt selbst schauen. Ja. Da kommt keiner. Skull, kannst du holen? Ja. Das wäre jetzt lieber. Ich bin tot. Dann gut. Du bist tot. Ich hab mich schon innerlich mit abgefunden. War nichts zu machen, es tut mir leid. Ja, du bist nur zu faul. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Ja, hättest du vorhin kommen können, nicht hätte ich noch einmal hängen können. Da war ich doch direkt bei ihr, wo sie ihn an mir vorbeigeschleppt hat. Das ist mir scheißegal. Da hast du ich weiß! Da kommt sie schon. Ja, das ist doch einfach unfair. Komm. Komm, putt. Komm, putt. Oh,
jetzt leckt es aber ein bisschen. Ich glaube, es will dich nicht, ne? Doch, es wollte mich schon, aber irgendwas hat, glaube ich, geleckt und dadurch wusste ich nicht so ganz. Der Teammate verstehe ich auch nicht, was der die ganze Zeit macht. Oh, ich liege. Die hat ja Ruin mit morgen. Ah. Da war Ruin weg. Gut, Problem gelöst. Ich hab etwas gedrückt! Nein. Bei mir war auch in einem Tag so. Dann bin ich auch direkt gestorben. Das war ja nicht direkt! Also, nee, aber ich meine, es ging kurz und dann auf einmal. Flupp. Na, Teammate, Prinzip verstanden. Kann auch Sachen reparieren. Also, wenn die dich gesehen hat, das Bild. Das war jetzt mehr Glück als Verstand, oder? Nee, das können. Wirst du verfolgt? Ja. Ich will nach Hause. Ah, ja. Ach, die hat's nicht so mit den Worten, hab ich das Gefühl. Findest du? Ja. Finde ich. Achso, weil sie es nicht so oft macht, oder wie? Oh, der ist schon wieder in einem Schrank. Nee, weil es verkackt. Wo ist denn der im Schrank? Ich geh in denselben rein. Oh. Nee, der ist gerade wieder raus. Der macht doch nicht viel. 3000. Boah, jetzt hat das gesehen, hockt sich hin. 3 Kilometer weg, hockt sich hin und versteckt sich in einem Baum. Oh nee. Der hat's nicht mal gemacht. Moment, jetzt machen. Versteckt er sich in der Ecke. In einem Stein. Oh, cool. Das ist jetzt traurig. Jemand Lust auf Grillfleisch? Was macht eigentlich der Teammate? Ja, nix, hab ich eben gesagt, der in der Ecke hinter den Stein versteckt. Ich meine, von den 15 Gens habt ihr 2 gemacht. Auf Ehre. Oh Mann. Oh. Anschau, du läufst einfach nur rum und machst gar nichts. Der läuft sogar direkt auf das zu, ohne zu raffen, dass die da steht. Die steht auf dem Hügel und guckt. Geht er wieder in den Schrank? Hier ist ja gar nichts mehr. Ich hab Bru schon alles verbraucht. Danke, Bru. Bitteschön. Der hat nicht mal Herzschlag, aber er ist im Schrank. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Oh, er hat ein Totem gefunden. Ja, aber er ist nicht in der Lage, es kaputt zu machen. Mal gucken, wann er rafft, dass er jetzt alleine ist. Reiter, wieso denn das? Boah, Alter, das ist dämlich. Das müssten wir uns jetzt angucken. Achtung. Also dämlicher geht's nicht, oder? Er hat das Prinzip verstanden. Wieso gegen Killer kämpfen? Verstecken ist doch die Lösung da. Schau, eigentlich kann der Killer doch jetzt schon die Luke zumachen, oder? Ja. Jo. Und dann geht das Event los von dieser Na Zeit. Dann herzlichen Glückwunsch. Sterben im Schrank. Ja, aber neben ihm ist doch Tür. Er hat's verstanden. Er geht einfach raus. Nee, die bleibt zu. Also wenn er es schafft, die zu öffnen, natürlich. Ja, wenn er 2 Chance...
Nee. Wenn die Killerin die Luke schließt, beginnt dieses Time-Event und man kann die Tore öffnen. Achso, das geht dann, okay. Ja, ja. Damit es nicht total unfair ist, aber ist trotz allem mega unfair, weil wenn diese Luke geschlossen wird, hat man eigentlich gar keine Zeit mehr dafür. Und wenn der Killer einen sieht, dann... Hallöchen! Er macht jetzt echt. Er macht diesen. Krasse Scheiße. Das Problem ist, wenn er jetzt verfolgt wird, hat er halt keine Chance abzuhauen. Ach, da verflucht das Totem. Und Killer steht gleich neben ihm. Na freilich. Okay. Oh ja, man sieht viel. Ist halt. Einer hat noch weniger Punkte als ich?